Bürgermeister Gerhard Köfer, erteile ihm das Wort. Herr Präsident, meine sehr geschätzten Damen und Herren, die Abhängigkeit vom russischen Erdgas war jedem europäischen und wohl auch jedem bundesweit tätigen Regierungspolitiker bis dato völlig wurscht. Dieses Gas fließt ja ohnehin, ist billig und fließt für immer. Warum sollen wir uns also um dieses Thema auch kümmern? Was nicht ist, wird ja wohl hoffentlich auch nicht werden. So ist dieses Motto, glaube ich, im Laufe der letzten Jahrzehnte auch passiert. Und über Nacht war dann plötzlich alles anders. Das Wort Energiewende wurde mittlerweile auch zum Wort des Jahres. Energiepreise selbst bestimmen. Was ist die Realität? Die Realität ist nichts anderes, dass wir wissen, dass seit wenigen Tagen die Klagenfurter Stadtwerke ankündigen, im Bereich ihrer eigentlichen Billigmarke Pullstrom den Strompreis bis zu astronomische 550% erhöhen zu wollen. Wir reden jetzt vom Aufsichtsrat in diesem Bereich. Der Herr Kollege Scheider wird dementsprechend antworten, hat auch bereits seine Meinung dazu abgegeben. Ja, dann müsst ihr die Strukturen genauer mal lernen. Dass Kunden von Pullstrom ab November mehr als das Fünffache für Strom zahlen wie bisher, ist absolut inakzeptabel. Auch die Kommunikation der Stadtwerke, sage ich einmal ganz klar, ist zu hinterfragen. Die Erhöhung kommt einem Preisschock gleich. Kühn oder fast als Hohn klingt die Ankündigung, hier auch die Unabhängigkeit jetzt im Bereich der Energie in Kärnten ankündigen zu wollen. Aber was hat sich seit dem Jahr 2013 eigentlich getan? Es wurden von Seiten, und jetzt kommt's, liebe Freunde der SPÖ, viele Energieprojekte einfach verzögert und torpediert. Das ist die Wahrheit. Wenn man für ein Windrad 9 Jahre braucht, 9 Jahre, um eine Genehmigung zu erhalten. In diesen 9 Jahren wurde bereits von Experten bestätigt, hat sich die Technik schon längst wieder überholt und dann drauf kommt, dass man doch ein, zwei, drei Windräder machen darf, dann ist das fast fahrlässig. Passend dazu dann aber auch die Aussage von Kollegen Fellner, dem künftigen designierten Kronprinzen der SPÖ, der sagt, er hasst Windräder. Liebe Freunde, was ist denn das für Ausdrucksweise? Ich hasse Windräder. Hassen, das den Begriff in der Politik darf es gar nicht geben, den darf es im normalen Leben sollte es den nicht geben, aber das ist dann der falsche Zugang zu dem Thema.